la 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 la. Freunde, heute ist so ein wunderschöner Tag, denn schaut mal, wo ich bin. Richtig, hinter mir ist einfach McDonald's. Ja, denn meine Mama hat mir erlaubt, dass ich zu McDonald's gehen darf und diesen neuen Grimace Shake probieren darf. Kennt ihr den? Der ist von McDonald's. Das ist so ein lilaner Softdrink. Der soll richtig lecker sein. Deshalb würde ich sagen, lasst uns mal beeilen. Ich hoffe, dass das McDonald's diesen Grimace Shake hat. Der wird bestimmt richtig, richtig gut schmecken. Mann, ich liebe McDonald's. Freunde, wenn ihr McDonald's auch cool findet und ihr gerne bei McDonald's essen geht, lasst mal ein Like da. Yippie, yippie. McDonald's ist das Beste. Okay, dann schaue ich mal rein. Ich hoffe, die haben schon geöffnet. Weil ich sehe da drin gar niemanden. Da stehen zwar noch ein paar Getränke und auch ein paar Burger, aber da ist niemand. Egal, wir schauen einfach mal. Oh, die Türen sind auf. Okay. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hä? Freunde, das McDonald's scheint irgendwie leer zu sein. Naja, wartet mal, ist das da vorne etwa? Der neue Grimace Shake? Wartet mal, ich glaube, das ist der. Ist der das wirklich? Lasst mal nachschauen. Oh, das ist der. Da steht es sogar. Grimace Shake. Boah, das muss der sein. Her damit. Boah, Freunde, ich habe einfach den Grimace Shake aus dem McDonald's geklaut. Yippie, yippie, yippie. Ich liebe Grimace. Ich werde ihn jetzt zum ersten Mal probieren, Freunde. Eins, zwei. Jetzt probiere ich ihn. Drei? Wartet mal. Was ist das für ein komisches... Wartet mal, was zur Hölle ist das? Grimace! Freunde, davon ist Grimace! Was macht ihr hier? Ich bin Grimace und ich will mein Grimace Shake wieder haben. Was? Der will sein Grimace Shake haben? Oh, Freunde, das ist der echte Grimace einfach. Schaut mal, das ist das riesengroße Schleimmonster. Und er will sein Grimace Shake haben. Ich geb dir den nicht, du dummes Monster. Du wirst mir mein Grimace Shake geben oder ich werde ihn mir holen kommen. Na? Nein. Freunde, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Grimace will das McDonald's angreifen. Das ist einfach das gruseligste McDonald's-Monster aller Zeiten. Einfach Grimace, das eklige Schleimmonster. Wisst ihr was? Ich habe keine Angst vor Schleimmonstern. Ich werde einfach das McDonald's richtig sicher machen, dass hier keiner mehr reinkommt. Wenn ihr mir dabei helfen wollt, das sicherste McDonald's zu bauen, lasst alle ein Like und Abo da. Yippie, yippie, komm schon! Oh, ihr habt alle geliked und abonniert. Ihr seid die Besten. Oh, Freunde, ich glaube nicht, dass die Wand davon noch lange standhalten wird. Grimace scheint so, als würde er versuchen einzubrechen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns umgucken. Gibt es in McDonald's hier vielleicht irgendwas Brauchbares, was sie benutzen können, um das McDonald's sicher zu machen? Wartet mal, wir brechen einfach hier. Hä? Wartet mal, hier ist irgendwas. Ja, ich werde kommen. Leute, schaut mal, Grimace versucht einzubrechen. Er macht alles mit seinem ekligen Schleim voll. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, hier ist irgendwie ein Fass. Wir müssen da irgendwie rein, aber da ist so ein Zahlencode. Oh, was geben wir ein? Vielleicht 1, 2, 3, 4, geht das? Das geht nicht. Vielleicht 1, 1, 1, 1. Oh, es hat funktioniert. Yippie. Und warte mal, da waren ja richtig coole Sachen drin. Schaut mal, ein Jetpack, Raketen. Was machen denn Raketen in einem McDonald's? Vielleicht wussten die, dass Grimace kommen wird. Vielleicht ist deshalb das McDonald's auch leer. Wisst ihr was? Ich werde einfach alles rausnehmen und mir das zur Hilfe nehmen, um das McDonald's richtig sicher zu machen. Ha! Grimace, du hast keine Chance. Oh, der hat da alles voller Schleim gemacht, der ekelhafte. Schleimi. Ich werde mir meinen Grimace Shake wiederholen. Okay, ich verstehe. Oh, das wirst du aber nicht. Ich werde dein Grimace Shake dir nie wiedergeben. Wisst ihr was, Freunde? Oh.
Warte mal, er verschwindet. Oh nein, denkt ihr, er holt Verstärkung oder so? Egal, ich werde die Zeit nutzen, um das McDonald's sicher zu bauen. Schaut mal, ich habe Laser. Wir werden einfach komplett einen richtig großen Laser um das McDonald's rummachen. Das ist eine gute Idee. Okay, schaut, ich nehme diese pinke Wolle hier und dann bauen wir hier eine richtig coole Laserwand rum. Die müssen wir hier hin machen, da wo der Eingang ist. Und so, dann lassen wir hier einmal 1, 2, 3 Blöcke frei. Und jetzt kommt hier eine richtig große Laserwand hin. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Ich glaube, das sollte reichen. Boah, wir machen das komplette McDonald's richtig sicher. Und Grimms, wo auch immer er hin ist, wird keine Chance haben. Boah, aua. Oh, komm schon, wir müssen jetzt hier rüberlaufen. Komm schon, komm schon, komm schon, Lumi. So, hier kommt der nächste Turm im Komm schon. Schneller, schneller. Wir müssen den nächsten Turm bauen. Oh, okay, und zack. Das hätten wir wieder nach unten. Boah, aua. Ich werde kommen. Grimms, was machst du da oben? Leute, ich glaube, Grimms, das Schleimmonster versucht einzubrechen. Du Monster, verschwinde. Du wirst dir meinen Grimms Shake nicht holen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bah, der macht dir alles voll mit seinem Schleim. Ige, das stinkt ja bis hier runter. Komm schon, Lumi, nicht aufgeben. Wir müssen hier, komm schon, den nächsten Turm hin machen. Und dann mache ich hier überall Laser hin. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns wieder, wenn ich die Türme fertig gebaut habe. Bis gleich. Und zack, fertig. Freunde, guckt euch das an. Ich habe jetzt um das komplette McDonald's einfach so Türme gemacht und... Oh nein, das Grimms-Monster ist immer noch da oben. Was machst du da? Oh nein, ich glaube, der wirft so Schleimbälle oder sowas. Guck mal, der hat da oben so einen richtig fetten Schleimhaufen hinterlassen. Oh, das ist ja richtig eklig. Boah! Oh, Igitt, der wirft mit Schleimklumpen. Boah! Igitt. Grimms, du Schleimmonster, auf damit, das stinkt ja richtig doll. Der wirft alles mit Schleim zu. Freunde, wir müssen uns beeilen. Ich muss jetzt hier den Laser schnell platzieren. So, komm schon, überall. So, zack, schnell verbinden. Komm schon, Lumi, Beeilung. Freunde, ihr müsst alle ein Like da lassen, damit die Base richtig sicher wird. Und wir das schaffen. Ich muss jetzt einmal hier komplett Laser rummachen. Das dauert jetzt ganz kurz. So, perfekt. Das hätten wir. Guckt euch das mal an. Das komplette McDonald's ist jetzt richtig sicher mit ganz viel Laser. Ich hab doch gesagt, ich baue das beste, unsicherste McDonald's. Wo auch immer das Grimms-Monster hin ist. Ha! Es wird keine Chance haben und auf keinen Fall in das McDonald's hier einbrechen. Aber ein was fehlt noch. Was haltet ihr davon? Oh? Ich bin wieder da. Und ich werde jeden Moment in deine Base einbrechen. Mann, er will einbrechen. Freunde, das werde ich nicht zulassen. Warte nur ab, Grimms. Ich werde jetzt hier hochklettern. Komm schon, Lumi, ab nach oben und... So, ich werde nämlich überall auf meine Base einen Raketenwerfer drauf machen. Passt auf, Freunde. So, das muss weg. Dann kommt das hier hin und dann kommt hier ein Raketenwerfer empor. Und der wird sich dann ausfahren und wird auf dich schießen, du Blödmann. Das mache ich jetzt in jede Ecke, Freunde. Glaub mir, das wird richtig, richtig stark. So, komm schon hier oben auch noch. Ab nach oben, komm schon. Und zack, komm schon, beeile dich, Lumi. Wir müssen nach oben. So, hier kommt der nächste Raketenwerfer hin und zack. So, perfekt. Ha, das sieht doch gut aus. Jetzt machen wir das wieder zu mit Wolle und fertig. Boah, ich würde sagen, ich mache das jetzt auch noch schnell in jede Ecke hin, Freunde. Bis gleich. So, und bam. Das hätten wir. Aua. Oh, Freunde, oh. Supidupi, schaut mal. Ich habe jetzt oben da in jede Ecke so einen richtig krassen Raketenwerfer hingemacht. Der wird das Grimms-Monster auf jeden Fall abschießen. Das sage ich euch. Das Monster wird absolut gar keine Chance haben. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. Was könnten wir noch machen? Ich habe noch Sand und Kaktus. Ich glaube, wir machen richtig viel Kaktus für unsere Base. Da kommt das dicke Schweinmonster auf jeden Fall nicht durch. Warte mal. Wo hat das denn auf einmal das TNT her? Ich werde kommen. Nein, tu das nicht, Grimms.
jetzt? Oh nein, Freunde, wir müssen jetzt hier, wir müssen schnell den Kaktus hinmachen. Ich glaube, ich werde jetzt hier ganz schnell mein Loch hinbuddeln und dann werde ich hier überall Sand reinmachen. Komm schon, Lumi, beeile dich. Zack, zack, zack. Boah, so, jetzt überall Sand rein. Dann kommt da gleich ganz viel Kaktus drauf. Und der Kaktus wird das Monster aufhalten. Igitt, du Ekliger, der hat alles voll mit Schleim gemacht. Du wirst mich nicht aufhalten können, Krimis. Freunde, komm schon, wir beeilen uns. Wir buddeln und buddeln und buddeln immer weiter. So, dann kommt hier Sand hin, genau so. Und dann machen wir hier überall Kaktus hin. So, da kommt Kaktus hin. Hier kommt wieder Kaktus hin. Dann kommt hier auch wieder Kaktus hin. Genau so. Oh, warte, dann machen wir hier auch noch Sand hin. So. Und das machen wir jetzt um die komplette Base rum. Boah, das wird aber jetzt echt anstrengend. Egal, wir dürfen nicht aufgeben. Komm schon, Lumi, bau weiter. Komm schon, da noch ein bisschen. Hier immer weiter buddeln. Immer, immer weiter. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich das hier alles fertig gebaut habe. Ich glaube, das wird jetzt echt anstrengend, hier überall den Kaktus hinzumachen. Wir sehen uns gleich wieder. Und fertig, supi-dupi. Wow, der Kaktus steht auch. Boah, das sieht so cool aus. Die McDonald's Base sieht einfach jetzt schon richtig, richtig krass aus. Siehst du sicher? Da wird keiner eine Chance gegen haben. Nicht mal das richtig dicke Schleimmonster Krimis. Okay, aber irgendwas fehlt noch, Freunde. Ich habe noch Lava-Eimer. Meint ihr, ich soll um den Kaktus jetzt noch so einen richtig großen Lavasee machen? Ich glaube, dann schmilzt das Monster bestimmt. Das wäre doch eine richtig coole Idee. Boah, ich glaube, das mache ich. Dafür müssen wir jetzt aber noch mal ein richtig dickes Loch graben. Komm schon. Boah, Mann, das ist echt langweilig, die ganze Zeit die Erde hier wegzumachen. Aber ich glaube, wir haben sonst echt keine Chance gegen das dicke, krumme Schleimmonster. Ich muss einfach weiterbauen. Zack, zack, zack. Immer weiter, weiter, weiter. Bauen, bauen, bauen. Oh, Mann, das kann lange dauern. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt schon mal die erste Lava. Was macht das da? Ich werde die Weltherrschaft an mich reißen. Jeder wird mein Krimis Shake trinken und wird einer von mir. Langsam macht er mir echt ein bisschen Angst. Oh, der hat richtig böse gelacht. Ich glaube, er meint das echt ernst. Er will hier einbrechen. Oh, wir müssen schnell die Lava hinmachen. Kommt schon, Freunde. Oh, kommt schon überall Lava hin. Oh Mann, das reicht bei Weitem noch nicht. Ich glaube, wir müssen den Lavasee viel dicker machen. Kommt schon. Oh Mann, ich werde jetzt hier nochmal einen richtig großen Graben hinmachen, Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt wieder, wenn ich fertig bin. Oh, bis gleich. Boom, Freunde, das war's. Die Lava ist erfolgreich platziert und... Boah, guck mal, der Schleim fängt schon an zu schmelzen. Super. Weg mit dem Schleim, weg mit dir. Genau, gut so. Boah, guck mal, das Super McDonald's sieht doch jetzt schon richtig hammer cool aus. Boah, aua, 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 mein Po brennt. Ah, ah, aua, aua. Hilfe, Hilfe, ich brenne. Freunde, ihr müsst schnell das Video liken, damit ich aufhöre zu brennen. Bitte, bitte, bitte. Boah. Oh, danke, Freunde. Ihr seid die Besten. Okay, Freunde, ich glaube, das reicht aber immer noch nicht. Das Grimace-Monster wird so eindringen. Wir müssen den Eingang noch sicher machen. Ich habe da eine Idee. Wartet, lasst mich nur mal was probieren. Wir müssen das hier mal alles schnell wegmachen. Wir müssen die ganzen Sachen hier viel sicherer machen. Denn schaut mal, ich habe hier so richtig krasse Hightech-Riesen-Eisentüren. Die werde ich hier hinmachen. Vertraut mir, die werden das Ganze noch viel sicherer machen. Wir müssen das Ganze nur mal ganz kurz abbauen. So, weg damit. Das hier kommt auch weg. So, so hier alles wegmachen. So, genau, das hätten wir. Und jetzt nehme ich mir diese Eisentür. So, perfekt. Und jetzt machen wir hier bam und bam. Und in der Mitte machen wir zu. Und fertig. Ha, schaut mal, wie cool. Jetzt haben wir hier so richtig sichere, mega große Eisentüren. Boah, ich glaube, da wird das Krimis Monster auf keinen Fall reinkommen. Schaut mal. Und zack, ha. Boah, ich glaube, hier drin sind wir auf jeden Fall sicher. Also hoffe ich zumindest. Oder meint ihr, das Krimis Monster kann hier reinkommen? Ich weiß aber nicht, was wir sonst noch bauen sollen.
Ich glaube, wo ist das Monster überhaupt hin? Meint ihr, das Kümmelsmonster hat schon aufgegeben, Leute? Vielleicht hat es ja unsere Base gesehen und hat sich gedacht, ich getraue mich nicht anzugreifen, Mama, ma. Das wäre richtig cool. Aber dann hätten wir das ja jetzt umsonst gebaut. Ach, Manu, ich hätte mich echt gefreut, wenn das Kümmelsmonster angreift. Dann hätten wir wenigstens mal zeigen können, wie stark wir sind, ha! Aber, wartet mal, was geht da draußen vor sich? Irgendwas tut sich da. Dachtest du wirklich, ich würde verschwinden? Die Zeit ist gekommen. Ich werde angreifen und dein McDonald's vernichten und mir meinen Grimace Shake holen. Freunde, das Grimace Monster ist doch nicht weg. Ich glaube, es will angreifen. Es will sich den Grimace Shake holen. Aber das werde ich nicht zulassen. Oh nein, ich glaube, es dringt ein. Schaut mal, es kommt immer näher. Und es macht alles voll mit dem ekligen Schleim da. Das ist so eklig. Aber du wirst hier nicht reinkommen. Denn wir haben Lava. Wir haben Kakteen. Aua. Und wir haben richtig große Mega-Laser mit super-duper Raketenwerfern. Das ist die sicherste McDonald's-Base aller Zeiten. Der macht alles mit seinem Schleim voll. Guckt euch das mal an. Überall wirft er so Schleimbälle hin. Ich werde alles mit meinem Schleim voll machen. Oh nein. Was ist, wenn er unsere McDonald's auch voll machen will? Wir müssen schnell auf das Dach hoch und mit einem Bogen oder sowas schießen. Hab ich noch irgendwas? Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwie aufs Dach hoch, Freunde. Wie kommen wir jetzt am besten aufs Dach hoch? Wartet, ich habe eine Idee. Komm schon, weg mit dir. So, wir nehmen uns einfach Leitern. So, ab nach oben. Da bin ich. Grimace, jetzt kannst du... Kannst du was... Wo bist du hin? Es ist einfach weg, Freunde. Das kann doch nicht sein. Das Grimace-Monster hat sich einfach in Luft aufgelöst. Überraschung. Freunde, das Grimace-Monster ist einfach hier hinten auf einmal. Und schaut mal. Der macht einfach alles mit dem Schleim zu. Das ganze McDonald's wird mit Schleim zugemacht. Boah, ist das eklig. Du ekelhaftes Monster. Verschwinde. Grimace, du wirst keine Chance haben. Pew! Sieh zu, dass du fortkommst. Das war ein Fehler. Ich werde dich holen kommen. Wie? Grimace, nein, tu das nicht. Das ist keine gute Idee. Du wirst mein McDonald's in Ruhe lassen, du Fiesling. Er macht alles mit Schleim zu. Boah, ist das eklig. Mach einen Abgang. Pew. Und nochmal. Pew. Ich treffe ihn nicht. Drückt mir alle die Daumen nochmal. Pew. Ich hoffe, das reicht erstmal. Wir haben ihn kurz abgelenkt, aber ich habe das Gefühl, die Pfeile reichen nicht aus. Wir brauchen was Besseres, was Stärkeres. Was diesen fetten Schleimklumpen auffällt. Hey, die McDonald's-Statue ist abgebrannt. Du fieses Monster. Na, warte. Wo bist du, dickes Schleimmonster? Hey, der wirft alles mit Schleim zu. Das ist eklig. Hör auf damit, Grimace. Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Pew. Nimm das, Grimace, und nochmal. Pew. Das hast du davon. Grimace. Hör auf damit! Ich werde dein McDonald's zerstören! Oh nein, das wirst du nicht! Hey! Igitt! Hey! Hör auf damit! Hey, der macht den ganzen Laser kaputt! Grimace, nein! Tu das nicht! Verschwind! Freunde, Igitt! Der hat mich in seinem Schleim eingesperrt! Wir müssen hier raus. Boah, wie schleimig ist das denn? Das ist ja eklig. Oh nein, er macht alles mit Schleim zu. Das ganze McDonald's ist gleich weg. Wir müssen ihn aufhalten. Du wirst mich nicht besiegen können. Ich werde dich fressen. Und dich zu meinem Grimace Shake verarbeiten. Das wirst du niemals. Verschwinde, Grimace. Ich doch... Freunde, ich bin wieder eingesperrt. In diesem ekelhaften Schleim. Wir müssen raus hier. Komm schon. Luft. Das gibt's doch nicht. Der,
Der kann doch nicht so stark sein. Grimace, langsam reicht's aber mit dir, du Blödmann. Ha, getroffen und noch... Oh, noch einmal muss ich ihn treffen. Da muss er doch endlich mal sterben. Das gibt's nicht. Und er hat das ganze McDonald's schon fast kaputt gemacht. Wir müssen ihn direkt ins Auge treffen. Ich glaube, da ist seine Schwachstelle. Oh, genau ins Auge. Nein, er macht alles mit Schleim voll. Wir müssen sein Auge treffen. Komm schon. Und... Oh, oh, Grimace, wo bist du? Ha, einmal ins Auge und... Pschiu! Oh, wir müssen treffen, komm schon. Pschiu, das war sein Auge. Das linke Auge haben wir. Jetzt noch das rechte, Freunde, kommt schon. Oh, wir müssen nur das Auge treffen, komm schon. Ey, hör auf, Schleim zu machen, Grimace. Nein, er dreht sich um. Ich sehe sein Auge nicht mehr. Oh, das gibt's nicht. Wir müssen nur noch das rechte Auge treffen. Jetzt, komm schon, das rechte Auge. Pschiu! Oh, ich hab's wieder nicht getroffen. Du versuchst mich zu töten. Du wirst es nicht schaffen. Das denkst aber auch nur du, Grimace. Und pschiu! Ja, ja, ja. Wir haben's geschafft. Nein, 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 nein. Das ganze McDonald's brennt ab. Nein, mein McDonald's. Oh nein, es brennt alles nieder, weil alles voller Schleim ist. Freunde, ich glaube, wir haben keine andere Wahl, aber wir müssen hier raus. Oh, komm schon, Lumi, komm schon. Wir müssen verschwinden. Wir haben zwar geschafft, das Grimace Monster aufzuhalten, aber wir haben es nicht geschafft, das McDonald's zu retten. Oh, Freunde, Freunde, wir müssen ganz schnell wegrennen. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Hier geht die ganze Zeit alles hoch, Mann. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber einfach alles explodiert. Ich glaube, irgendwie ein riesengroßer TNT-Tsunami ist auf dem Weg. Ich muss schnell meine Freunde warnen, damit wir ein sicheres Haus bauen, um den Ganzen zu entkommen, Leute. Vielleicht ist es aber auch irgendein riesiges Monster, was uns versucht aufzuhalten. Ich glaube, wir müssen irgendwas Sicheres bauen, um uns davor zu verstecken. Deshalb lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, ich hole jetzt schnell meine Freunde und dann bauen wir das sicherste Haus aller Zeiten. Los geht's. Oh mein Gott! Hilfe! Oh! Wow, Leute, was zur Hölle ist das denn? Oh Mann, ich muss ganz schnell hier weg. Oh Mann, Hilfe! Oh, oh, ach du Heilige, ich muss schnell rein. Oh, oh Mann, Leute, das war richtig knapp. Guckt euch das an. Ich war einfach in einer Höhle und wollte einfach nur Diamanten suchen. Und auf einmal waren da so richtig viele Monsterspinnen. Das sind richtig viele. Und die sind direkt vor unserem Haus. Oh Mann, ich muss ganz schnell Braxy Bescheid geben. Wir müssen unser Haus sicher bauen. Das sind so viele Spinnen. Ich glaube, unser Tor wird das nicht lange aushalten. Oh Mann, komm schon, Braxy, Braxy. Ich muss ganz schnell zu ihm. Braxy, bist du da? Da bist ja, du hier. Ja, was ist denn los? Schau mal da vor die Tür, Braxy. Was siehst du da? Oh, was hast du denn mit der Tür gemacht? Du hast sie ja kaputt gemacht. Nein, Braxy, das, was du da siehst, sind richtig große Mutantenspinnen. Und nicht nur eine, sondern gleich richtig viele. Braxy, die haben mich verfolgt und die versuchen, das Tor kaputt zu machen. Wir müssen schnell unser Haus sicher bauen. Oh, nicht schon wieder. Los, los, los. Komm schon, wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, Braxy, wir halten jetzt mal ganz kurz fest. Wir haben außen überall Spikes hingemacht. Danach kommen wir hier zu den Kakteen, wo die Spinnen sich auch hoffentlich ganz doll verletzen werden. Und dann gibt's da drin, warte, und zack, hier auch noch ganz viele Spikes. Sobald man da draufläuft, kriegt man auch Schaden. Und dann, Braxy, müssen sie an der Lavawand vorbei. Und sobald sie die kaputt machen, läuft da alles raus, Braxy. Richtig. Und sollten die es versuchen, hochzuklettern, haben wir doch noch unsere Feuerschussanlage da. Ja, da haben wir die Flammenwerfer. Und falls sie die Flammenwerfer kaputt machen, müssen sie erst über den Stacheldraht da oben drüber klettern. Stimmt's? Das stimmt. Oh mein Gott, das ist die sicherste Base, die wir je gebaut haben. Okay, Braxy, aber ich... Hast du den Alarm? Hörst du es? Oh nein, die Wand, die geht gleich kaputt, Braxy. Ich wusste, es wird jeden Moment passieren. Okay, Leute, jetzt dürfen wir die Zeit nicht verschwenden. Komm schnell rein, Braxy. Wir müssen jetzt schnell ins Haus rein. So, Achtung, jetzt einmal. Zack. Und jetzt einfach hier zwischen dem Lasern durch. Okay, Braxy, komm schon schnell.
Okay, jetzt sind wir hier in unserem sicheren Lava-Haus. Braxy, jetzt ganz schnell rein. Ich bin schon richtig gespannt, wie die Spinnen auf unser Haus reagieren werden. Lass uns schnell hoch aufs Dach, okay? Okay, komm, ich komm zu dir. Komm schnell hoch. Okay, Braxy, schau zur Sicherheit nochmal in die Kameras. Oh. Ach, beeil dich. Oh, Braxy, es stimmt. Die haben das Tor durchbrochen. Die kommen gleich alle zu uns in die Base rein, die Monsterspinnen, Braxy. Oh nein, aber wir sind sicher, oder? Okay, ja, Braxy, ich komme jetzt hoch zu dir. Warte. Oh, okay. Ich bin gleich oben. Oh, Braxy, wo bist du? Dreh dich doch mal um. Ja, Braxy. Oh, Braxy! Die haben ein riesengroßes Nest gebaut direkt am Eingang. Oh, weia. Braxy, die kommen immer alle näher. Die sind schon ganz nah an der Hauswand dran. Schau mal. Die kommen alle langsam rein. Oh, Braxy, meinst du, unsere Base wird standhalten? Schau mal, die haben sich da alle versammelt. Die machen gleich die Lavawand kaputt. Ich glaube auch, die machen einen Plan, um hier rüberzukommen. Ich glaube auch. Oh, Braxy, das wäre nicht weniger. Ich werde jetzt mit meinem Flammenwerfer auf die schießen. Warte. Ich gehe da jetzt runter, Braxy. Wir haben keine andere Wahl. Mach das, ich habe mich in mein Zimmer versteckt. Nimm das. Wow, Braxy, ich schieße sie alle mit meinem Flammenwerfer ab. Wow, die brennen alle, es funktioniert. Ja, stör, böse Spinne. Und ihr auch, nehmt das. Wow, komm schon, sterb doch. Nehmt das. Ja, die sind auch tot, super. Oh, das sind wieder neue. Nimm das. Oh, Braxy. Die versammeln sich hier. Warte, ich schieß rein mit Flammenwerfer. Oh nein, die wollen mich einkleben. Oh, nein, nein, nein. Aua, Braxy. Warte, ich komme. Ich tue mich beim Endehaken wegschießen. Und zack. Oh, Braxy, die hätten mich fast gegessen. Aber ich habe mich weggezogen mit meinem Endehaken. Hier, schau. Oh. Damit konnte ich mich Gott sei Dank noch retten, Braxy. Aber ich glaube, das Haus ist nicht mehr lange sicher, habe ich das Gefühl irgendwie, Braxy. Oh, ich auch nicht. Die machen immer mehr Pläne. Und hast du gesehen, die haben Eier gelegt, damit ich noch mehr Spinnen kommen. Ich weiß, Braxy. Und die haben alles zugeklebt. Ja, Braxy, ich gehe lieber erstmal ins Haus rein. Das ist mir zu unsicher draußen. Braxy, die kommen nach oben. Die kommen über den Zaun drüber. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Guck dir das an. Direkt vor unserer Türe stehen diese hässlichen Spinnen. Die krabbeln sogar draußen schon im Grundstück rum, Braxy. Was machen wir denn jetzt? Flammenwerfer nehmen und Spinnen töten. Was denn sonst, Braxy? Okay, komm. Okay, hier, schau, die sind alle in der Base drin. Nimm das. Nimm das, böse Spinne. Oh, Braxy, schau mal. Die haben schon die Wände kaputt gemacht. Da fließt schon überall Lava raus. Aua, nein, ich bin runtergefallen. Braxy, komm schnell ins Haus rein. Oh, guck mal, Braxy. Die kleben mich alle zu. Du musst mir helfen. Braxy, Hilfe, Hilfe. Die haben mich eingeklebt. Oh nein, Braxy, Braxy. Helf mir schnell. Oh, das war gerade noch so richtig knapp. Ich nehme jetzt meinen Bogen. Nehmt das, ihr bösen Monsterspinnen. Stirb. Oh, und sehr gut, die fallen runter. Auch. Alle runter mit euch. Kommt schon, geht runter, ihr bösen Spinnen. Oh nein, die kleben das komplette Haus zu. Oh nein, nimm das. Geh weg, du böse Spinne. Nimm das. Und ihr da unten. Ihr versammelt euch da. Oh nein. Oh, oh Braxy. Guck mal. Die werden immer mehr hier oben. Die sind schon richtig eingedrungen. Die haben die komplette Base kaputt gemacht. Stacheldraht haben die kaputt gemacht. Und die kleistern mich hier ein. Aua, aua, aua. Oh nein, die Lava fließt auch schon überall raus. Die haben das alles kaputt gemacht. Ihr bösen Spinnen. Oh, Braxy, wir müssen jetzt wirklich reingehen. Ja, das ist nicht mehr lange sicher, das Haus. Ich dachte echt, es wäre sicher genug. Wir hätten einen Keller bauen sollen, Mandumi. Braxy, die haben die Türen schon kaputt gemacht. Komm ganz schnell runter. Guck dir das an, Braxy. Die sind schon hier im Haus drin. Aua, aua. Komm, schieß sie ab mit dem Bogen, Braxy. Nehmt das, ihr bösen Monsterspinnen. Kommt schon, geht weg. Lasst unser Haus in Ruhe. Wir haben euch doch nichts getan, ihr bösen Spinnen. Kommt schon, kommt schon. Jetzt ist Flammenwerfer-Action. Nein, nein, nein. Braxy, oh mein Gott, Lumi. Warte, 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 warte. Das ist ja, mein Problem. Das klären wir schon. Warte. Und
Nimm das, Flammenwerfer! Oh, Braxy, jetzt brennt schon mal ganz viele. Oh, Leute. Oh, habt ihr eine Idee, was wir machen können? Ich fühle mich hier nicht mehr sicher in meinem Haus, Braxy. Schau mal, die sind über... Ah, ah, Tür zu, Braxy! Oh, da sind schon irgendwelche Babyspinnen von denen hier. Guck mal, die krabbeln hier schon irgendwo rum. Ich habe da gerade eins gesehen... Ah, geh weg! Das ist ja ekelhaft! Oh, lass sie dir zu. Mach Braxy hoch, 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 schnell, schnell, schnell! Oh, Braxy! Ich hab sie! Ich helf dir! Nimm das! Oh, Leute, das kann nicht sein! Oh, Leute, unsere schöne Base ist kaputt und es sind schon irgendwelche neuen Babyspin gekommen, weil diese Spinnen haben Eier gelegt. Oh, Braxy! Es brennt! Es brennt! Es brennt! Nein, sag nicht die Lava! Die Lava ist ausgedrungen. Die haben die Wände kaputt gemacht. Komm, oh nein, schnell, es schnell, brennt schnell. Alles ab, Braxy. Nein, unser Haus. Ihr bösen Spinnen. Das komplette Lava fließt in unser Grundstück rein. Oh nein, Braxy, ich wollte das nie sagen. Aber falls es das jetzt gewesen sein sollte, du wirst für immer mein Freund bleiben, weißt du das? Du wirst auch für immer mein Freund bleiben, Lumi. Komm schon. Braxy, wir müssen trotzdem weiterkämpfen. Wir dürfen unser Haus nicht aufgeben. Geh runter, du böse Spinne. Nimm das. Oh, Junge, wir müssen gehen. Wir haben keine andere Wahl. Wir können nicht gehen. Da unten warten überall Spinnen auf uns. Lumi, guck dir unser Haus an. Wir müssen hier rüberspringen, Lumi. Komm, du musst mir... Nein. Warte, ich muss die Spinne runterschießen. Lumi, oh, wir müssen gehen. Ich habe nur noch ein Herz, Braxy. Ich bin gleich gestorben und dann gibt's mich nie wieder. Wie wollen wir das denn überleben, wenn du nur noch ein Herz hast? Braxy? Oh. Ja? Einer muss sich opfern, damit der andere... Ich werde die Spinne locken, Braxy. Es tut mir leid. Tschüss! Nein, Lumi! Wow! Oh mein Gott! Ein Lava-Tsunami ist ausgebrochen! Oh Mann! Muss mich in Sicherheit bringen! Ah! Die Lava kommt immer schneller! Ich muss mich beeilen! Oh Mann! Wo ist Braxy sein Haus? Was ist denn los? Warum bist du so aufgebracht? Ja, also... Wir haben ein dickes Problem, Mann! Hast du das nicht mitbekommen? Mitbekommen? Nein, du siehst doch, dass ich hier campe! Ja, tolles Haus hast du, aber du musst da ganz schnell raus, denn... Es kommt ein riesen Lava-Tsunami auf uns zu. Eine Lava-Tsunami? Sag mal, geht's dir gut? Ich bin hier eigentlich voll sicher. Mir kann hier nichts passieren. Ja, du hast echt ein tolles Haus, muss ich sagen. So ja, guck. Ein Zelt und so. Mülltonnen hast du auch. Aber was ist denn das Problem? Ich hab da hinten, du musst mir glauben, da war ein riesen Tsunami voller Lava. Und der wird die komplette Insel überschwimmen. Hier drüben? Ja. Das glaube ich nicht. Oh Mann, ansonsten, Leute, da ist schon überall Lava. Oh. Lumi. Oh. Lumi. Aha. Lumex. Warte, Braxy, du hattest ja recht. Ich hab gesagt, da kommt Lava. Du wolltest mir nicht glauben. Warte, nein, bleib mal stehen. Lass mich in Ruhe. Warte doch mal, ich habe dir geglaubt. Ich habe nur gesagt, dass es eventuell nicht passieren kann. Aber das Ding ist fast, das Lava ist fast zu meinem Haus. Du musst mir helfen. Dein Haus ist doch so sicher. Ja, es ist doch nicht mehr so sicher. Guck dir das ganze Lava da drüben mal an. Nein, kümmere dich um dich selber. Lumi! Nein, warte doch mal. Guck mal, ich helf dir auch. Du hilfst mir, ich helf dir. Ich kann dir ein Brot geben, wenn du magst. Und jetzt geh bitte. Ach nein, das war doch nicht so gemein. Pass doch mal auf. Guck mal. Lass mich jetzt meinen Bunker bauen. Ich baue jetzt meinen Bunker, wo ich sicher bin. Dein Haus ist doch so sicher. Geh doch zu deinem Haus. Dein Bunker? Warte. Ich will auch deinen Bunker mitmachen. Nein, ich will auch deinen Bunker. Nein. Du bleibst jetzt erstmal hier stehen, Digga. Hallo. Lass mich in Ruhe. Guck mal, es tut mir leid. Ich gebe dir auch ein Schwert, okay? Ein Holzschwert. Komm schon. Ey, nein, nicht ins Lava. Ey, Mann, weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe? Junge, bleib mal stehen. Lass mich in Ruhe, ich werde jetzt meinen Bunker bauen. Ich helfe dir jetzt einfach und du kannst nichts dagegen tun. Ich komme hier jetzt einfach hinterher. Ja, hoff, dein Haus ist doch so sicher. Geh doch schauen, ob es von der Lava schon überschwemmt wurde. Ja, aber ich baue jetzt meinen Bunker. Ich helfe dir, Pech. Ich glaube, wir müssen endlich da sein. Ja. Ja, warte mal kurz, warte. Nein, nicht du schon wieder. Du sollst mich in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Nein, ich habe gesagt, wir bauen das jetzt zusammen. Ob du gewillst oder nicht gewillst. Wir machen das. Ja, wie wär's, wenn du erstmal Deutsch lernst? Was hältst du davon mit deinem Gewillt? Bau deinen Bunker alleine. Ich baue meinen eigenen Bunker. Geh weg. Das war gemein, Lumex. Hier, was ist das hier? Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Das sind Freunde. Oh,
damit können wir uns... Na, wir haben hier so Bunkertür. Oh, wow. Alter, was ist denn das? Das ist alles meins, alles meins. Ja. Ja, was willst du jetzt machen? Hä? Du, ich habe jetzt... Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder ich helfe dir, du bist schneller mit der Basis fertig oder mit deinem Bunker, weil es wird schon dunkel und das Lava kommt. Oder du machst das alleine und dann bist du alleine. Und das dauert länger. Du hast recht, die Lava kommt. Siehst du? Du hast recht, vielleicht sollten wir uns wirklich zusammenschließen. Richtig, weil zweimal mehr ist zweimal mehr. Okay, ich verstehe. Ja. Okay, komm, hier nimm die Spitzhacke. Okay, dann sag mir, was ich tun soll. Blöcke, ich gebe dir von ein bisschen was. Wir haben so richtig krasse Türen und ey, das meinst du, da können wir uns einen sicheren Bunker bauen? Aber natürlich. Okay, wir haben auch so Leitern und so, aber das ist alles schon verrostet. Also ich weiß nicht, ob das alles noch hält, aber wir können uns ja Bestes geben. Nicht so viel, gib mir nicht so viel, das reicht. Okay, das reicht. Okay. Ja, wo wollen wir denn unseren Bunker hinbauen? Ich weiß nicht, am besten... Wir müssen uns beeilen, die Lava kommt. Okay, pass auf. Oh. Ich würde vorschlagen, auf einem freien Feld, oder? Weil dann haben wir alles im Blick. Boah, wir müssen uns beeilen, die Lava kommt. Lass ihn hier hinbauen, komm. Okay, komm. Ne, schau mal, ich habe so eine Luke. Meinst du, wir können die... Oh, warte mal. Was machst du da? Hör auf, Harz abzubauen. Helf mir, den Bunker zu bauen. Okay, was soll ich machen? Warte. Ich lass mich mal... warte, ich glaube, der Bunker, die... Oh! Wow! Ich will rein! Warte, wir brauchen da noch Leitern, sonst können wir da nicht mehr raus. Okay, pass auf. Ich hab die Leiter. Okay, du hast die Leiter. Schau, guck, jetzt machen wir hier so Leitern ran und dann können wir hier raus. Und dann machen wir das. Boah. Das ist krass. Ey, bau du kurz ein Crafting-Table, weil wir müssen das noch verdichten, weil irgendwie die Bunkertür ist nicht ganz dicht, so wie es aussieht. Wir müssen da noch ein bisschen was zum Rummachen, aber bau du ein Crafting-Table und ich brauche hier unten schon mal weiter. Boah. Okay, wir müssen uns echt beeilen. Ich glaube, der Lava-Tsunami, der ist schon bald da. Boah, meinst du, Rexy? Ja. Meinst du eigentlich, deinem Haus geht's gut? Ich glaube, mein Haus ist jetzt leider weg. Oh Mann. Hättest du von Anfang an auf mich gehört? Ja, aber ich dachte, das ist sicher, Mann. Ist jetzt egal, sonst vermisse ich mein Haus. Ey, ich habe die Werkbank fertig gemacht für uns. Okay, warte, weil dann, warte. Soll ich unten weiter aufmachen? Wir müssen Stufen machen. Warte, wie macht man Stufen? Warte. Ja, wir müssen unten Gang graben und dann müssen wir schnell solche... Oh, du musst langsam machen, du darfst nicht runterfallen. Okay, ich baue jetzt kurz außen rum, mach die Bunkertür ein bisschen mehr dicht. Okay, ich glaube, das ist schon besser so. Okay, warte mal. Ich habe so Fabriktüren. Fabriktüren? Warte. Geh mal ein Stück beiseite. Okay. Oha, was ist denn das? Yo! Okay, das heißt, wir sind doppelt geschützt. Einmal hier oben und einmal hier unten. Okay. Das ist sehr gut, weil stell dir mal vor, die Lava kommt hier rein, aber zack, er hat noch eine Tür. Ja, das ist sehr gut. Ich denke dann, aber meinst du, es reicht aus? Ich glaube nicht, dass das so ein riesen Lava-Tsunami standhält. Er kommt immer näher, ich sehe ihn da hinten schon. Ich baue mal weiter unten, ja? Okay, ich leuchte mal unseren Bunker, dass wir auch nachts hierher finden, weil es wird ja auch bald dunkel. Warte mal, ich habe so einen Laser hier. Ein Laser? Warte mal. Ja. Warte, lass mich das mal. Okay, warte. Hier? Da? Ich habe Kohle. Und dann... Braxy! Aber du darfst auf... Hallo, Braxy. Hallo, Braxy. Ja? Komm her. Lauf da nicht durch. Was ist denn das? Das ist ein Laser. Den darfst du auf keinen Fall berühren. Ich glaube, meinst du, der wird die Lava aufhalten? Nee. Aber vielleicht Zombies oder so, die uns angreifen wollen. Lava-Zombies oder vielleicht. Fremde, die in unseren Bunker eindringen wollen. Ja. Okay, ich baue da jetzt so einen Gang drumrum. So, aber guck, ich werde hier... Guck, machen wir so verstärkte Türen. Boah. Jumi, hast du Holz? Schau mal diese Tür an. Alter. Ey, das ist unsere Paniktür. Die müssen wir hier drin platzieren. Hier. Warte. Nein, da gibt es doch viel größere. Du musst mir glauben. Ich habe da in der Truhe noch was gesehen. Ich glaube, da können wir uns was richtig... Okay, warte. Gib mir mal Holz erstmal, bitte. Schnell. Ja, warte. Ich muss Holz holen gehen. Braxy, ich war kurz Holz holen. Komm. Hier. Perfekt. Und weißt du, was da oben in der Truhe war? Da war so eine richtig fette Stahltür. Guck mal. Oh, die scheint richtig groß zu sein. Warte mal. Ich glaube... Wow, warte. Ich glaube damit... Warte. Was denn? Oh mein Gott. Ich glaube, damit können wir so eine richtig fette Stahlmauer bauen. Guck dir das gleich mal an. Warte, ich helfe dir. So, warte. Wir müssen hier noch ein bisschen reinbauen. Oh, oh. Pass auf. Oh. Oh. Was ist das? Woher? Nein. Wir werden angegriffen. Schnell. Oh mein Gott, wo kommt her? Schnell. Hey. Wow. Okay, bist du bereit? Ja. Ich zeig dir jetzt was, okay? Mach die Augen zu, okay? Und dann bei drei darfst du aufmachen. Um. 3, 2, warte. Ich muss die Fackel wegmachen. Wow, mach die Augen auf.
Braxy! Oh, was ist das denn für eine Tür? Oh mein Gott! Wir sind hier ja richtig sicher dann. Ja, ich hoffe auch. Ich mache hier noch eine Tür. Oh. So. Hier können wir so einen Notfalllagerraum reinbauen. Guck mal, was ich gemacht habe. Eine doppelte Tür. Aber nein, Braxy, dafür habe ich doch eine Hightech-Tür. Warte. Eine Hightech-Tür? Ja, sowas okay. Hier. Schau. Yo, das ist ja krass. Hier, schau dir das an. Okay. Ey, aber ich sag dir ehrlich, wenn ich mir mal schauen, was die Lava draußen macht. Oh, Erdbeben, Erdbeben. Hast du es gehört? Ich meine, es hat voll gekracht gerade. Alter. Oh Mann. Ich glaube, es ist bald soweit. Warte mal, können wir nicht Überwachungskameras bauen? Warte mal, vielleicht können wir ja diese Türen und so zerlegen und daraus vielleicht Kameras bauen. Warte mal. Kameras bauen aus Türen? Warte, warte. Ja, Braxy, es hat funktioniert. Lumi, Lumi, ich steck fest. Braxy. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Mach die Tür auf. Oh, oh Braxy. Alter. Das kannst du nicht. Alter, hast du mich erschrocken. Schau mal, ich habe Überwachungskameras gebaut. Boah, die müssen wir draußen platzieren, ja, damit wir schnell sehen, ob das Lava kommt. Ja, ja, lass das machen. So, wir müssen schnell die... Oh, Braxy. Oh nein. Braxy, die Lava kommt. Platzier, platzier. Und oh mein Siehst Gott. Siehst du das? Der Lava-Tsunami kommt immer näher. Platzier die Kamera schnell. Ja, ja, warte, warte. Beeil dich, gib dir Rückendeckung. Warte, ich... Geh weg, boah, Zombie. Es ist total heiß hier. Wo ist die Monitor noch verbunden? Alter, geh mal weg jetzt hier. Okay, erste Kamera ist verbunden. Okay, warte, ich mach die nächste. So, nächste Kamera ist auch verbunden. Oh mein Gott, Umi. Auch verbunden, ja. Umi, ich hab ein Problem, ich muss rein. Schnell, er darf nicht rein, der... Mach die zu, die Bunkertür. Ich hab zugemacht. Nein, die obere musst du zumachen. Komm schnell rein. Schnell, Braxy. Mach zu, mach zu, mach zu. Oh, hast du gesehen, wie nah die Lava schon ist? Ja. Lass in den Monitor einmal reinschauen. Warte, ich schau. Oh, oh. Braxy, es sieht nicht gut in der Kamera aus. Okay. Oh, oh. Braxy, sieht gar nicht gut aus. Nein, lass uns hier versteckt bis Hilfe kommen. Komm rein. Oh, Mann, aber wir haben nicht mal was zu essen. Was sollen wir machen? Ich weiß nicht, wir müssen hier warten, bis uns jemand rettet. Warte mal, hörst du das, wie das blubbert? Oh, oh. Das ist über uns. Oh, Mann, Braxy. Warte, schauen die... Okay, unser Bunker ist noch frei, aber überall ist Lava. Unser Bunker wird gleich überschwemmt, Braxy. Was sollen wir nur machen? Wir können eigentlich... Weiß ich nicht. Wir müssen noch Kontakt herstellen zu der Außenwelt. Wir müssen... Ich hoffe noch, lass uns noch eine kleine Treppe nach unten bauen. Ich habe echt Angst, Braxy. Na, wir werden das überleben, Mann. Wir schaffen das schon. Wir sind zusammen. Zusammen schaffen wir alles. Schau mal, ich habe eine Idee. Hä? Hier. Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Oh. Vorsichtig. Das auf. Mach zu, mach zu, mach Braxy. Zu. Mach zu. Warte, schnell, ich hab eine Idee. Warte, warte. Ich hab eine Idee. Wir müssen das anders machen. Der Stein wird nicht lange halten. Ich hab eine Idee. Wir machen das so. Warte. Schau, ich hab hier so Tore. Warte. Zack, 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 zack. Und da auch. Okay. Jetzt hast du einen Hebel oder sowas? Ein Hebel? Schau mal. Ich hab keinen Hebel. Na, dann können wir die Tür vielleicht aufmachen. Ich hab zur Not. Aber wir müssen das zumachen. Ich will die Lava immer mehr blubbern. Okay, okay, oh, okay. Lass mal rausgehen. Oh, Mann. Braxy, wir dürfen da nicht mehr raus. Nein. Ich glaube auch nicht. Soll ich nochmal in die Kamera schauen? Braxy, soll ich wirklich in die Kameras schauen? Bist du dir sicher? Ja, schau, wir sind schon so weit gekommen. Ist alles okay? Oh, du sagst nichts mehr. Lass mich reingucken, Braxy. Lass mich reingucken. Zeig es mir. Oh, ich sehe es. Der Bunker ist überschwemmt. Wir können... Was machen wir denn jetzt? Braxy, ich weiß es nicht. Nein, jemand muss uns helfen. Braxy, es gibt keinen Ausweg mehr. Es ist alles überschwemmt. Wir müssen das hier rausschaffen. Ich glaube, es gibt kein Zurück mehr. Nein, sag sowas nicht. Ich glaube, das war das Ende. Dann lass uns das zumachen hier, dass wir wenigstens hier auch irgendwie... Braxy, ich bin keiner guter Dinge. Wirklich nicht. Dann, ich glaube, es sieht nicht gut aus. Dann, lass mich dich umarmen. Wir waren gute Freunde. Lumi! Lumi! Hinter dir dreh dich um! Komm! Braxy, nein! Ich bin... Ein Tornado? Hier in unserer Stadt, Leute? Oh, hört ihr das auch draußen? Schaut mal aus dem Fenster. Hier ist richtig schlechtes Wetter. Oh Mann, nein, 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 das müssen wir uns anschauen, Kind. Das darf doch nicht wahr sein. Oh Mann, es geht echt ein Unwetter draußen, Leute. Das donnert wie verrückt. Oh, ah.
Oh Mann, komm schon, Lumi. Was ist denn hier los? Oh Mann, die Nachrichten hatten recht. Es steht ein riesiges Unwetter bevor. Guckt euch das an. Oh Mann, ich muss schnell Braxy Bescheid geben. Oh Mann, der Wind ist viel zu stark. Was passiert hier? Braxy, mach die Tür auf. Braxy! Lass mich rein. Oh, Braxy, hast du das mitbekommen in den Nachrichten mit dem Tornado? Ja, ich habe das gesehen. Deswegen habe ich doch die Fenster hier schon vorbereitet. Oh Mann, nein, Braxy. Du hast das nicht verstanden. Hör auf damit. Braxy, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen die Stadt verlassen. Es ist angesagt Windstärke 10. Unsere komplette Insel wird bestimmt von einem Tornado weggerissen, Braxy. Wir haben keine Zeit mehr. Oh nein, ich will mein Haus nicht verlassen, Lumi, bitte. Oh, Braxy, wir haben keine andere Chance. Leute, ihr müsst uns unbedingt helfen. Wir müssen uns irgendwie in Sicherheit bringen. Wenn ihr uns helfen wollt, dann lasst vielleicht ein Like da, weil das würde uns echt freuen. Kommt schon, Leute, bitte. Oh, Braxy, die Leute haben ein Like dagelassen. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Oh Mann, komm schnell raus. Komm, Braxy, wir müssen... Oh mein Gott! Braxy, halt mich fest, bitte. Oh, Leute, es hat angefangen. Der Tornado ist da. Er wirbelt alles in die Luft. Braxy, unsere Insel. Oh, halt dich fest, Braxy, bitte. Kalt. Oh, nein, Lumi. Leute. Mann. Nein. Das darf nicht sein. Oh, der Tornado hat mich nach oben geschleudert. Oh, weia. Oh, nein. Oh Mann, das war knapp. Braxy, wo bist du? Lumi! Oh, komm schnell her. Oh nein. Lumi, warte. Lumi. Schau dir das an. Unsere komplette Stadt wird vernichtet. Der Tornado ist zu stark, Braxy. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Komm schon. Braxy, mein komplettes Haus wird in die Luft gewedelt. Komm rein. Aber dein Haus ist doch nicht sicher, wenn wir jetzt da reingehen. Braxy, wir müssen schnell ein paar Sachen holen. Warte. Braxy. Oh Mann, guck dir mein Haus an. Es ist alles kaputt. Es regnet sogar rein. Braxy, guck mich an. Wir müssen unsere Stadt zurücklassen. Wir haben keine andere Wahl, Braxy. Nein, ich will nicht mein Haus zurücklassen, bitte. Braxy, wir müssen das machen. Oh, Braxy, schau mal hier in die Kiste rein. Ich habe da einige Sachen drin. Ich glaube, damit sollten wir uns eine sichere Base bauen können. Schau mal, da ist ganz viel Obsidian drin. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns retten könnte. Du hast recht. Oh, Braxy. Guck dir unser schönes Dorf an, was damit passiert ist. Ich kann's nicht glauben. Selbst mein Haus ist kaputt. Es ist alles kaputt. Okay, Braxy, komm schon. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Komm hier hoch. Ja, ich bin ja gleich da. Oh, danke für den Apfel. Oh nein, Braxy, wir haben keine Zeit dafür. Oh, schau mal, da unten ist sogar ein Dorf, Braxy. Schau mal, da wohnen bestimmt auch ganz viele friedliche Leute. Braxy, wie wär's, wenn wir hier unsere Base bauen? Schau mal, ich habe so viel Obsidian. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen jetzt bauen oder nie. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gib mir ein bisschen ab. Okay, dann hier, ich gebe dir ein bisschen was, Braxy. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir eine sichere Base bauen. Leute, wir sollten hier jetzt erstmal genug Platz haben. So, ich glaube, ich kann auch erstmal meine Rüstung abziehen. Boah, die war echt schwer. Okay, Braxy, jetzt lass uns keine Zeit verlieren, ja? Okay. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Ah, warte. Wir bauen jetzt 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke nach oben. Oh, gut machst du das. Oh, Braxy, dreh dich um. Oh, nein, nicht schon wieder. Da bildet sich ein Riesentornado. Komm, bau schnell rüber, Braxy. Komm schon. Los. Wir müssen uns beeilen, Leute. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Das sieht gut aus. Wir müssen jetzt eine richtig krasse Obsidian-Base bauen, Braxy. Okay. Das Grundgerüst steht auf jeden Fall. Das sieht gut aus, Leute. Und schau mal, Brax, ich habe hier so eine richtig krasse Bunkertür. Damit bauen wir die Obsidian-Base richtig sicher. Boah, die ist ja mega. Und ich habe sogar noch Fahrstühle dabei. Und richtig viel andere coole Sachen, womit wir die Base richtig sicher bauen können. Okay, Braxy, dafür müssen wir jetzt hier ein kurzes Loch reinmachen. Helf mir schnell. Okay. Dann schau mal, wir bauen jetzt einen Fahrstuhl in unsere Base rein. Bist du bereit? Ein Fahrstuhl? Ja, das müsst ihr euch anschauen, Leute. Passt auf. Da
Das sind nämlich sogenannte Fahrstuhlblöcke. Pass auf, Braxy. Wir haben die jetzt hier in der Mitte platziert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach oben fahren wollen, warte, dann müssen wir ganz kurz hier nach oben bauen. Bis hierhin. Und dann machen wir auch hier diese Blöcke hin. Okay. Zack. So, das Ganze sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Aber pass mal auf, Braxy. Man kann jetzt hier drauf gehen und schwupps. Hä? Guck dir das an. Ich kann auch wieder nach unten fahren. Nach oben und wieder nach unten. Ist das nicht cool? Probier auch mal. Wow. Ist das nicht hammer cool? Okay, Braxy, ich glaube, der Fahrstuhl steht soweit. Aber das reicht bei Weitem nicht aus. Wir müssen die Wände und so auch noch sicher bauen, Braxy. Okay, dann lass uns das jetzt am besten mal machen, bevor wir Zeit verlieren, Lumi. Du hast recht. Okay, Braxy. Oh. Braxy, guck dir das an. Oh nein. Braxy, halt mich fest. Hilfe. Hilfe. Halt dich fest. Oh nein. Oh, danke, Braxy. Der Tornado kommt schon richtig nah. Wir haben also nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns jetzt richtig beeilen. Komm schon, Braxy. Los, drück. Oh nein, Braxy. Nein. Aua. Oh, geht's dir gut da unten? Hilf mir. Ja, schnell. Warte. Ich muss mich festhalten. Ich halte mich an diesem Grasblock fest, Braxy. Zusammen schaffen wir das. Keine Sorge. Wir müssen stark bleiben. Ja. Okay, Braxy. Das ist kein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Nimm schnell das Obsidian und mach hier alles zu. Warte. So. Aber, Braxy, ich habe extra ein bisschen Platz gelassen, denn ich habe hier so richtig krasse Scheiben. Guck dir das an. Die müssen wir unbedingt benutzen. Okay, ich mache da eins hin. Und hier mache ich auch eins hin. Okay. Leute, wir müssen ja auch noch irgendwie schauen, was draußen abgeht. Oh, okay, Braxy, wir müssen jetzt unsere Riesentür einbauen. Bist du bereit? Ich bin bereit, los. Okay, Leute, guckt euch das an. Ich glaube, diese Tür wird die ganze Base richtig sicher machen. Und zack. Boah. Braxy, guck dir diese riesengroße Bunkertür an. Boah, ich mach sie auf, warte. Und zack. Komm rein, Braxy. Alter, die ist ja mega cool. Ich glaube, damit sind wir auf jeden Fall sicher. Ich meine, guckt euch an, wie groß diese Tür ist, Leute. Die ist der Oberhammer. Okay, Braxy, ich mache jetzt hier direkt noch ein paar Fenster rein. Jetzt müssen wir hier auch alles schnell zumachen. So, jetzt das letzte Fenster. Okay. Meinst du, unsere Hochsicherheitsscheiben halten das aus, Braxy? Ich hoffe schon, weil wenn nicht, dann hast du mit mir ein großes Problem, weil ich dir vertraut habe. Hä? Warum willst du mir denn dann die Schuld geben? Du hast doch selber mitgebaut, Braxy. Ja, aber du hast gesagt, dass die sicher sind. Ich wollte hier komplett Obsidian machen. Ich brauche doch keine Fenster, um rauszugucken, ob ich ein Tornado vor meiner Tür ist. Du dumm. Okay, Braxy, jetzt komm mit in den Fahrstuhl. Wir müssen jetzt das Dach machen. Komm rein. Und zack. Wow, war das nicht cool? Braxy? Oh, da bist du ja. Okay, bist du bereit für das Dach? Ja. Okay, dann lass uns das Dach unbedingt zumachen. Und zack, komm schon. Okay, Braxy, das Dach ist fertig. Ich würde sagen, jetzt hier außen rum, damit wir auch hier raus können aus der Base, dass wir einen Notausgang haben, können wir hier mit dem Fahrstuhl einfach immer nach oben fahren. Ist das nicht cool? Das ist eine sehr gute Idee. Aber ich würde das hier oben noch sicher machen. Schau mal, ich habe doch noch Laser, Braxy. Lass hier oben so einen kleinen Laserturm hinmachen, okay? Okay, let's go. Dann würde ich sagen, warte, bauen wir hier einfach nach oben. So. Zack, dann bauen wir das hier alles wieder ab. So, okay, Braxy. Passt ganz genau auf, Leute. Den müssen wir einmal hier hinmachen, dann verbinden und zack. Boah, guck dir das an, Braxy. Sieht das nicht heftig aus? Das sieht mega cool aus. Und das machen wir jetzt an die komplette Base hier oben hin. Und zack, bis darüber. Und jetzt überall schön den Laser verbinden. Und zack. Genau, Braxy. Ich mach die blauen Schildpads und du verbindest den Laser dann, okay? Okay. Und fertig, Braxy. Gut machst du das. Leute, ich hoffe wirklich, dass unsere Base standhält gegen so einen riesigen Tornado. Ihr müsst uns, wie gesagt, unbedingt helfen. Wie wär's, wenn ihr nochmal ein dickes Like da lasst, alle, die das noch nicht gemacht haben. So, okay, Braxy, das sieht gut aus. Jetzt würde ich sagen, machen wir hier noch eine kleine Tür rein. So. Oh, hast du noch ein bisschen Obsidian für mich? Ich habe keins mehr, Braxy. Ja, hier, ich habe noch eine Menge mitnehmen können. Aber die sind so schwer. Dankeschön. Okay, das sieht gut aus, Leute. So, okay, Braxy. Warte. Hast du gerade dieselbe Idee, die ich auch hab? Gehen wir was essen? Nein, wir gehen nichts essen, Braxy. Schau mal, wie das aussieht. Wir könnten das als einen Notfallfluchtplan benutzen. Hast du ein Feuerzeug dabei? Boah, dann können wir ja ganz schnell weg hier. Okay, Braxy, das heißt, falls alles zu spät ist, müssen wir ins Nether reingehen. Aber das ist wirklich der Notfallplan, okay? Boah, pass auf hinter dir!
Oh, ist da gerade etwa ein Pickel durch das Portal gekommen, Braxy? Ja. Oh nein. Oh, warte, komm schnell hoch. Wir schubsen das zurück. Oh, geh zurück. Geh zurück ins Portal. Oh, 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 oh. Geh runter, Braxy! Oh, oh nein. Egal, pass auf. Was machen wir jetzt? Nichts. Das Tornado wird das schon erledigen für uns. Hä? Guck mal, die sind sogar hier unten. Okay, jetzt lass uns doch das Dach schnell zumachen, Braxy. Und komm schon. So. Wartet das noch weg. Und ich hab's gleich. Ah, perfekt, Braxy. Okay, Notfallplan steht also auch. Warte, ich mach hier drüben. Oh nein, okay, das passt alles. Der Laser steht ja auch. Dann lass uns wieder runterfahren. Schnell, Braxy. Okay, komm. Und zack, perfekt. Weißt du, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Boden. Und dann sollten wir eigentlich echt sicher sein vor dem Tornado, Leute. Ich hoffe wirklich, dass unsere Super Obsidian Base das Ganze standhalten wird. Ich würde sagen, zum Abschluss, Braxy, mache ich noch ein paar Kameras hin, dass wir auch immer sehen, was draußen abgeht. Deshalb mache ich hier eine Kamera hin. So, die verbinden wir natürlich noch. Und zack. Und jetzt kann ich hier reinschauen. Braxy, ich sehe dich einfach durch meine Kamera. Hallo. Okay, ich würde sagen, auf der Vorderseite hier machen wir auch noch eine hin. Und zack. Und noch auf der Seite hier drüben. Hier kommt auch eine hin. Und zack. Perfekt. Jetzt habe ich alle drei Kameras, Leute. So, Braxy, ich würde sagen, wir brauchen aber noch einen kleinen Schutz unter der Erde. Schau mal, ich habe hier extra so Schiebefalltüren. Lass uns kurz nach unten noch so einen kleinen Raum bauen, damit wir auch wirklich sicher sind, okay? Du hast recht. So, die machen wir am besten, ich glaube, am besten hierhin, Braxy. Helf mir beim Abbauen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Du schaffst das. Und zack. Und der nächste. Und zack. Okay, jetzt hier schön zumachen. Und jetzt graben wir uns hier kurz nach unten, Leute. Okay, das haben wir gut gemacht, Braxy. Jetzt würde ich sagen, lass uns nach oben. Komm schon. Und zack. Ich mache jetzt hier diese Schiebefalltüren hin, Leute. Und boah, guckt euch an, wie sicher die sind. Die kann man jetzt so richtig cool aufschieben. Oh Mann. Das heißt, falls alles zu spät sein sollte, Braxy, können wir hier nach unten gehen. Und dann sind wir hier unter der Erde sicher. Du hast sogar Betten für uns hingemacht. Du bist der beste, Braxy. Sollen wir nicht hier auch noch eine Tür hin platzieren irgendwo? Du hast recht. Okay, warte. Ich habe hier eine, Braxy. Und zack. Das sieht gut aus. Pass auf. Jetzt kann man die nämlich so aufmachen. Und zack. Boah. Ist das nicht der Hammer? Das ist mega. Das heißt, wir haben sogar noch einen kleinen Bunker gebaut, Leute. Und jetzt können wir hier diese Tür aufmachen. So, und wieder zumachen. Ich komme jetzt nach oben, Braxy. Nein. Oh, oh. Braxy, nein, warte mal. Was? Oh. Oh. Braxy, das halbe Dorf ist schon abgerissen. Der Tornado kommt direkt auf unsere Obsidian Base zu. Guck dir das an. Oha. Unten das komplette Feld geht kaputt. Ich guck schnell in die Kamera. Warte, warte. Oh, oh nein, Leute. Guckt euch das an. Oh, der Alarm ist auch angegangen, Braxy. Guckt dir das an. Das komplette Dorf wird zerstört. Oh nein, oh nein. Oh, Braxy, was sollen wir nur machen? Oh. Das kann nicht sein. Guckt dir das an. Oh nein, hier werden alle schon rumgeschleudert. Die armen Dorfbewohner, Braxy. Die hätten zu uns kommen können. Ja, du hast recht. Aber bisher scheint unsere Obsidian Base standzuhalten, findest du... Oh nein. Braxy, das Fenster ist kaputt gegangen. Die Fenster sind kaputt. Braxy, nein. Nein, nein, nein. Oh, Braxy, ich... Nein. Nein, nein, nein. Oh. Die Tür ist... Oh mein Gott, Braxy, nein, nein, nein. Was machen wir nur? Wir... Lumi, Lumi. Hilf mir. Hilfe, Braxy. Lumi. Braxy, warte. Oh Mann, ich kann nicht. Der Tornado ist zu heftig. Geh nach unten. Warte, ich versuch's doch. Oh, Braxy, das kann nicht sein. Unsere Obsidian Base geht kaputt. Warte mal. Ich glaube, Braxy, wir müssen in den Keller gehen. Wir haben keine andere Wahl mehr. Komm runter, schnell. Schnell. Oh Mann, Leute. Und aufmachen. Oh, komm schnell rein, Braxy. Mach die Tür zu. Oh. Okay, okay. Ich glaube, hier sollten wir erstmal sicher sein fürs Erste. Guck mal, wie laut das ist. Ich habe richtig Angst, Braxy. Oh, Mann. Leg dich hin. Leg dich hin. Du hast recht, Braxy. Wir müssen uns hinlegen. Komm schon. Halt deinen Kopf fest. Oh. Ich halte mich doch schon fest. Oh, Mann, Braxy. Ich sag dir ehrlich, ich habe richtig Angst. Leute, ihr müsst uns irgendwie helfen. Meint ihr, könnt alle ein Abo da lassen und ein Like da lassen? Ich glaube, das würde uns gerade echt weiterhelfen, Braxy. Findest du nicht? Ja, die sollen alle jetzt bitte helfen. Kommt schon, Leute. Wir sind echt nicht mehr lange sicher hier unten. Oh, Braxy, wir mü... Hä? Oh! Braxy, irgendwas ist explodiert. Oh, nein. Nein, nein, nein. Braxy, wir müssen nach oben aufs Dach. Komm schon, Braxy.
bleibt uns keine andere Wahl. Oh nein, ich werde hier schon... Oh, oh, nein, 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 Leute, nicht, bitte nicht. Braxi! Tobi! Oh, oh, oh nein, oh nein. Leute, oh nein, Leute, ich werde einfach vor dem Tornado wild durch die Luft gewirbelt. Oh, ich habe Braxi verloren. Braxi, wo bist du? Oh nein, 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 Leute, das darf nicht sein. Braxi! Wow! Aber Leute, was Braxi nicht weiß, ist, dass ich Braxi heute pranken werde. Denn ich werde in meine Achterbahn richtig viele coole Fallen mit einbauen, die richtig nice werden. Aber okay, ich ermute mich. So, Braxi, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann guck mal, da ist meine Seite, das ist die blaue Seite und da ist deine Seite, die ist gelb. Schau mal, ich habe sogar extra unsere Namen hier rangemacht. Einmal Lumi und yo, auf deiner Seite steht Braxi. Boah, wie cool ist das denn, Alter? Okay, dann würde ich sagen, ich gehe auf meine Seite, du auf deine. Und jetzt kriegen wir 15 Minuten Zeit, unsere Achterbahn zu bauen. Let's go, Braxi! Let's go! Viel Spaß! Dir auch! Okay, Leute, ich bin gemutet. Boah, das wird richtig Spaß machen. Ich wollte schon immer mal eine Achterbahn bauen. Okay, Braxi baut jetzt da drüben seine Achterbahn und ich baue hier meine. Aber ich baue natürlich richtig coole Fallen ein. Ich habe hier Minen. Ich habe sogar Schienenminen, die dann einfach explodieren können. Und richtig coole andere Fallen, die wir alle mit einbauen werden. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit unserer Achterbahn, Leute. So, dann würde ich sagen, geben wir uns erstmal eine Axt und fangen hier erstmal an, ja, unsere Wände der Achterbahn zu bauen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier ja mäßig den Start hin. Dann machen wir einmal von da oben, dann gehen wir einmal hier rüber. Zack. Und da kommt erstmal eine riesengroße Steinwand hin. Denn hier wird es erstmal nach oben gehen. So. Und da auch noch mal eine Steinwand. So. Und jetzt werden wir hier oben, da wird der Eingang sein. Boah, Leute, meine Achterbahn wird so cool. So, dann hier so. Und dann kommt man hier mit so einer Leiter nach oben. Boah, das wird so cool. Eine Leiter. Zack, 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 zack. Und dann kann man hier oben reingehen und hier wird die Achterbahn anfangen. Denn ihr fragt euch jetzt, warum habe ich hier nach oben gebaut? Weil hier unten möchte ich Lava hinmachen. So, dann wählen wir das einmal aus. Machen hier auch noch eine Steinwand hin. Und hier auch noch eine. So. Und hier unten kommt jetzt überall Lava hin, Freunde. So, dann muss ich das aber auch aus Stein machen, weil die Wolle wird es uns anfangen mit brennen, wenn ich hier Lava hinmache. So, das hätten wir. Und jetzt kommt hier überall Lava hin. Boah. So, das noch weg. Und boah, das sieht doch schon mal richtig cool aus. So, jetzt nehmen wir uns einmal Schienen und Antriebsschienen, eine Lore und Redstone-Fackeln. Und dann fangen wir hier an, unsere Achterbahn zu bauen. So, da wird die Achterbahn nämlich anfangen, Leute. Und dann werden wir hier einen coolen Lava-Parcours machen. So, dann geht das nämlich einmal hier nach unten. So, hier nach unten. Boah, das wird so cool. Okay, so. Aber wir wollen das Ganze ja mit Fallen machen. Deshalb werde ich jetzt hier einfach so Ventilatoren hinmachen, Leute, die dann Braxi vielleicht von der Achterbahn runterpusten. Die müssen noch mit Redstone angetrieben werden. Und jetzt guckt euch das an. Wenn man jetzt hier langläuft, wird man einfach runter in die Lava gepustet. Aber damit das nicht auffällt, machen wir da einfach Gemälde drüber, Leute. Ist das nicht cool? So, dann würde ich sagen, machen wir auch direkt die ersten Schienen hier hin. So, da müssen wir aber so machen, weil ja hier eine Kurve kommt. So, und da können wir wieder Antriebsschienen hinmachen. Boah, das wird so cool. Okay. So, zack. Und die müssen aber natürlich mit Redstone angetrieben werden. Deswegen machen wir hier noch eine Redstone-Fackel hin. Zack. Und da muss auch noch eine Redstone-Fackel hin. So, okay. Aber wo soll es als nächstes lang gehen? Als nächstes können wir das Ganze wieder nach oben machen. Boah, dann müssen wir hier eine Kurve wieder machen. Und da machen wir wieder Antriebsschienen hin. Boah. Und meint ihr, wir können einfach einen Sprung einbauen, dass man quasi von hier oben dann runterspringt? Boah, das wäre ja richtig cool mit einer Sprungschanze. Okay, wir testen das mal. Wenn man jetzt da lang fährt, könnte man ja vielleicht dann da runterspringen. Und dann geht es hier weiter. Hier wieder nach unten. Boah, das wäre ja richtig cool, Leute. Wenn man hier einfach so eine Sprungschanze einbaut. Okay, dafür machen wir erstmal wieder eine Antriebsschiene hin mit einer Redstone-Fackel. Da auch. Und dann testen wir das mal. Wenn ich das hier hinmache und hier einsteige. Wow!
Dann können wir einfach springen, Leute. Boah, ist das nicht cool. Dann machen wir hier aber auch erstmal wieder eine Antriebsschiene hin. Boah, unser Achterbahn wird so hammercool. Ich würde sagen, ich mache jetzt was richtig Cooles. Und zwar wisst ihr das ja, eine Achterbahn geht ja langsam immer höher und höher. So, bis sie den höchsten Punkt erreicht hat. Das werde ich jetzt auch hier gestalten. So, zack. Oh mein Gott, das wird richtig hoch. Okay, wir müssen natürlich aufpassen, denn wir brauchen natürlich Redstone, damit die hier angeht. So, die fängt natürlich hier an. Wir müssen halt aufpassen, so, dass die Lore nach hinten nicht runterfällt. Und ja, wir müssen immer höher bauen. Immer höher und höher. So. Und irgendwann fällt die halt natürlich runter, ne? Das ist ja ganz klar. Vielleicht schaffen wir sogar ein Looping zu machen. Alter, wäre das geil. So, die geht ganz nach oben. Alter, bis zu meinem Namen ist die schon. So, wir müssen das jetzt... Wir dürfen natürlich nicht über die Mauer machen. Sonst sieht er ja unser Geheimnis. Ich würde sagen, das reicht. Perfekt. Dann geht das auch direkt wieder hier so runter. Guck mal, so, zack. Okay, 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 okay. So. Da brauchen wir hier noch ein paar Dinger. So, hier hat das schon aufgehört. Das heißt, wir brauchen hier wieder Redstone-Fackeln. Oh mein Gott, das sieht schon richtig krass aus. Gut, oben angekommen. Packen wir dann natürlich hier eine Redstone-Fackel, damit das hier alles aktiviert wird. So, und hier drüben auch. Denn natürlich alles funktionieren hier. So, das funktioniert auf jeden Fall. Dann geht's steil nach unten. Aber es geht nicht einfach so nach unten, sondern wir werden hier auch so eine kleine Höhle machen mit Zombies und so. Boah, das wird mega cool. So, das geht geradeaus nach unten. Und während er runterrutscht, werden wir drumherum eine Höhle machen. Und die gestalten wir, würde ich sagen, hier so. Damit er ja nichts sehen kann. Oh mein Gott, das wird so cool. Das wird mega. Er wird richtig Angst bekommen. So, warte, so. Geht dann hier nach oben. Die muss zugemacht werden. Darf hier nichts sehen. So, warte, kann er hier durch? Ich glaube, er müsste hier durch können. So, wartet mal. So, so, hier nach oben. Und dann fällt er hier runter. Redstone-Fackel müssen wir auch platzieren, damit die Achterbahn auch super funktioniert. Oh mein Gott, das wird mega cool jetzt. So, pass auf. Wir müssen hier hochbauen, weil er darf das ja hier nicht sehen. So, das ist sehr, sehr gut. Er wird diese ganze Strecke hier nicht sehen können. So, passt auf. Warte mal, geht das hier? Nein, das müssen wir hier runter machen. So, oh mein Gott, das... Oh mein Gott, wir können hier auch steil nach unten machen. Das wusste ich ja gar nicht. Yo, das ist ja cool. Okay, 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 wir bauen steil nach unten. Wir müssen das einmal ganz kurz testen. Wow! Okay, funktioniert super. Alter, das wird cool. So, raus hier. Das funktioniert gut. Hier ist irgendwo noch Licht. Da oben ist noch Licht. Okay, okay, okay. Alles ist zu. Perfekt, perfekt, perfekt. So, wir müssen hier weitermachen, weitermachen. Aber wir wollen ja noch ein paar coole Fallen einbauen. Deswegen pranken wir Praxy, indem wir hier was richtig Cooles bauen. Und zwar werden wir das Ganze so machen, dass wir hier oben erstmal gar keine Lore hinmachen, sondern wir werden das so machen. Und zwar werden wir jetzt hier einfach so eine, ja, Minenschiene hinmachen. Und sobald man da drüber fährt, explodiert das einfach. So, das heißt, wir machen quasi hier eine Lore und sobald er mit der Lore da drüber fährt, explodiert es einfach. Jetzt wird er quasi hier langlaufen, wird sehen, okay, hier ist gar keine Lore, ich muss also die benutzen. Aber wenn er da drüber fährt, explodiert es. Denn die richtige Lore beziehungsweise der richtige Weg ist, dass er die vorher abbaut und die hier draufsetzt. So, das soll es mit dem ersten Raum gewesen sein. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten. Und zwar wird es nämlich dann einmal hier eine Kurve geben und dann wird es hier in den nächsten Raum gehen. So, dann geht es nämlich einmal da lang und hier ist dann quasi erstmal Stopp. So, denn hier wird der nächste Raum hinkommen. So, das heißt, wir machen da wieder eine Wand hin. Da kommt auch eine. So, okay. Dann haben wir jetzt hier den nächsten Raum und hier wird es auch wieder ein richtig cooles Hindernis geben, Leute. Denn wir werden jetzt hier wieder eine richtig coole Achterbahn hinbauen. Doch Praxy muss sich entscheiden, welche er nimmt und wir werden mehrere bauen. Denn wir werden hier eine hinmachen, da eine hinmachen und da eine hinmachen. Aber nur eine wird ihn lebend herausführen. So, zack, zack. Hier machen wir jetzt wieder Antriebsschienen hin. So. Und die gehen jetzt aufs Gras runter. Aber Leute, das Lustige ist, hier wird es richtig spannend. So, die verlängern wir jetzt bis dahin. Und jetzt werden wir hier ein Graben machen. Passt auf. Zack, da auch. Und jetzt nehmen wir uns einmal Fake-Gras. Und das machen wir dann gleich da drüber. Weil dann denkt man nämlich, dass das ganz normales Gras ist. Aber wenn man drüber läuft, zack, fällt man einfach rein. Das heißt, ich nehme jetzt auch noch ein paar Spikes. Und dann machen wir hier überall Spikes rein. So. So, da machen wir Spikes hin. Da machen wir auch. Und hier wird der richtige Weg sein. Denn hier wird nämlich die nächste Schiene sein. Und die wird Praxy quasi dann rausführen ins nächste Level. So, zack, genau so. Das machen wir alles zu. Das machen wir auch zu. Und jetzt brauchen wir noch ein Schild. Und da schreiben wir jetzt hier drauf. Einmal hier. Wähle den richtigen Weg. Zack. Und jetzt kommt da eine Lore. Da eine. Und da eine. Aber nur die...
wird ihn lebend herausbringen. Die werden ihn einfach in den Tod stürzen. So, wenn er dann hier reinrutscht, sind hier die nächsten Loren. Und die führen ihn dann direkt raus. Aber die müssen natürlich noch alle angepowert werden hier von Redstone. Zack. Und um das Ganze ein bisschen cooler aussehen zu lassen, werden wir einfach hier ringsrum überall so ein bisschen von dem Toxin reinmachen. Das ist höchst giftig. Boah, das wird so cool aussehen. So, überall schön Toxin rein. Boah, das sieht doch nach einer coolen Achterbahn aus. Aber hier kommt natürlich auch noch Fake Rust drüber, damit Braxy nicht sieht, was die richtige Achterbahn ist und welche die falsche ist. So, wenn er die dann geschafft hat und er dann hier auf der richtigen Seite ist, kommt die nächste Stufe, die er meistern muss. Ich habe eine richtig coole Idee, Lars. Und jetzt mache ich hier so eine richtig coole Lavastätte. Oh mein Gott, wird das cool. Wartet mal. So eine doppelt beschichtete Lava. Wartet, wie mache ich das jetzt? Hier und hier. So, hier ist jetzt überall Lava gleich. Er wird komplett umhüllt sein mit Lava. Boah, das wird richtig cool. So, hier ist dieses Dings. Hier rein kommt Lava. Boah, das wird richtig cool jetzt. So, passt auf. Zeig euch mal was. So, zack. Das ist jetzt okay. Hier muss das jetzt zugemacht werden. So, gut. Dann kommt er hier hin. Da durch. Durch Lava. So, da platzieren wir jetzt die Lore rein. So, Freunde, passt auf. Okay, passt auf. Wir brauchen einmal ganz kurz Licht hier. Okay, wir müssen das so machen, dass die Schweine beziehungsweise die Monster hier kurz spawnen können. So, und jetzt machen wir einen Zaun davor. So, perfekt. Das ist eine gute Idee. Boah, er wird sich so erschrecken, ne? So, das zieht ihn auch nach oben. Das ist sehr gut. Ich weiß halt nicht, wie wir... Meint ihr, ein Looping ist möglich? Ich habe voll Lust auf ein Looping gerade. Alter, stellt euch mal vor, wie Lumi gleich ein fettes Looping macht. So, das wird hier hochgezogen. Sehr gut. Okay, und dann... Oh, TNT. TNT. Ich baue mit TNT weiter. Er hat jetzt eine TNT-Höhle um sich herum. Ja. Er wird richtig Angst bekommen. Oh nein, nein, das geht nicht. Okay, pass auf. Viel bessere Idee. Also auch eine gute Idee. Warte. Zombie kann jetzt weg. So. Und drumherum mache ich jetzt TNT. Er wird richtig Angst bekommen. Und dann... Oha. Okay, das wird gleich richtig gemein werden. So, hier. Drumherum einfach TNT. Die TNT-Höhle. Das wird krass. Okay. So, wir gehen jetzt hier runter. Er denkt, das war's. Und zack, geht er wieder nach oben. Boah, das ist einfach eine TNT-Achterbahn. Tschüss. So, geht dann hier, TNT, so. Und sieht dann hier ein Lavabecken. Oh mein Gott, das ist cool. Das ist mega cool. So, wir müssen halt nur aufpassen. So, Lavabecken platziert. Leute, er wird so Angst bekommen. Er wird denken, das war's jetzt. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Und zwar wird es dann hier zu Ende sein. Und dann wird hier die nächste Achterbahn beginnen. So, ich habe jetzt eben noch eine Wand hier hingemacht. Und wenn er dann da oben ist, kommt eine richtig, richtig große, coole Achterbahn. So, er geht die Treppe nach oben. Ist dann hier. Dann beginnt hier die nächste Achterbahn und die wird richtig krass mit hoch, runter und ganz vielen Kurven und natürlich wieder mit einer Falle. Dann gibt es hier eine Kurve nach oben, dann geht es hier wieder nach unten und hier drunter durch. Boah, das wird so cool. Dann darüber wieder nach oben und jetzt wird es hier ganz weit nach oben gehen. Boah. So, und wenn er dann hier oben ist, werden wir hier unten, zack, einmal werden wir jetzt einmal hier Fake-Wasser nehmen und einmal Fake Lava. Und das bedeutet, wenn er hier in die Fake-Lava reinkommt, wird er hier nicht sterben, weil das eigentlich Wasser ist, weil das Wasser nämlich eigentlich Lava ist. Das heißt, Braxy muss dann hier entscheiden, okay, gehe ich ins Wasser oder gehe ich ins Lava? So sieht das Ganze dann aus. Und wir können ja eigentlich das Wasser noch ein bisschen mehr machen, dass das ein bisschen verlockender aussieht. So. Oh, dagegen wird Braxy keine Chance haben. Und dann können wir überall Antriebsschienen hinmachen, damit er extra viel Schwung bekommt. Hier überall schön Redstone-Fackeln, damit doch alles schön Power hat. Das sieht gut aus. Hier oben braucht er auch noch ein bisschen Power. So, okay, das sieht doch schon mal richtig cool aus, Leute. Guckt euch das an, was für eine coole Achterbahn wir gebaut haben bisher. Aber das war's noch nicht. Wenn Braxy dann hier unten ist und es geschafft hat, kann er dann hier einmal rausgehen. Aber damit er da rauskommt, muss er erst durch diese passwortgesicherte Tür. Und welchen Code geben wir da ein? Was wäre ein cooler Code? Wir machen da eine Rechenaufgabe hin, die Braxy erst lösen muss. Die schreiben wir oben drüber. Hier schreiben wir hin, was ist... So, warte. Nein! Nein! So, Braxys Rechenaufgabe wird lauten. Was ist, Fragezeichen, 8 plus 4 minus 36 geteilt durch 6? Ihr wisst, Punkt vor Strich Rechnung, deswegen erst 36 durch 6 ist 6 und dann 8 plus 4 ist 12 und 12 minus 6 ist 6. So, das heißt, der Code wird lauten 6. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht selber verrechnet, aber wenn alles richtig ist, geben wir 6 ein und dann geht's durch. Und dann geht's hier in die nächste Stufe. So, okay, jetzt kommt hier die nächste 8.
Achterbahn hin. Aber da ich Praxia ja pranken will, werden wir jetzt eine richtig krasse Laser-Achterbahn bauen. Dafür nehme ich einmal hier diesen Laser. Oh, das wird so cool. Und zwar, wenn Praxia hier ist, muss er erstmal eine Leiter hochklettern, weil wir erstmal nach oben müssen. Achterbahn wird richtig schwer, denn ich werde hier jetzt richtig coole Laser hinmachen. Deswegen machen wir zum Beispiel einmal... Boah, er muss hier oben zum Beispiel einmal über einen Laser drüber springen. Das wäre doch richtig cool. Deswegen müssen wir einmal da lang. So, zack, zack, zack. Einmal umdrehen. Und dann machen wir da ein Laserpanel hin. Und das geht jetzt bis darüber. Und wenn Braxy dann hier oben ist, muss er dann hier drüber springen. Und wenn er da reinläuft, dann ist er direkt tot. Wir werden ihn erstmal pranken, weil die Lore wird hier anfangen. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich erstmal hier drauf springen. Aber hier mache ich eine Fallgrube hin. Zack, zack. Das heißt, wenn er hier drüber springt, zack, fällt er durch. Und wo wird er landen? Richtig, in der Lava. Machen wir Geschütztürme hier hin, die auf ihn schießen. Dann machen wir hier überall Geschütztürme hin. So, einmal da lang. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die halt nur gerade ausschießen. Deswegen machen wir zur Not, falls sie nur gerade ausschießen sollen, hier nochmal einen Weg, dass er hier lang fahren muss, damit er hundertprozentig von den Geschütztürmen getroffen wird. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch gleich das Ziel hin. Und dafür muss er direkt hier abspringen, denn hier werde ich wieder eine schöne Fallgrube hinmachen, wo es natürlich wieder runter in die Lava geht. Aber das sieht er nicht, weil wir hier wieder diese Blöcke drüber machen. Das heißt, er muss direkt hier runter. Und hier machen wir dann das Ziel hin. Kommt dann eine Truhe und in die Truhe machen wir einen Diamanten rein, damit er weiß, er hat es geschafft. Ich glaube, ich bin fertig mit meiner Achterbahn. Guckt euch diese coole Achterbahn an, Leute. So, hier müssen wir natürlich auch noch schnell tarnen. Hier oben kommt auch noch einer hin. Dann würde ich sagen, sind wir fertig, Leute. Ich admute mich und mal schauen, was Praxy so gemacht hat. So, Praxy, ich bin fertig. Okay, ich bin auch fertig. Du bist fertig? Warte. Und ich bin fertig. Gut, dann würde ich sagen, Praxy, ich komme zuerst mal auf deine Seite. Okay, warte, mach die Augen zu, mach die Augen zu. Okay, ich mach die Augen zu, ich drehe mich um. Noch so. Nicht umdrehen, noch nicht okay, umdrehen. Okay, okay, okay. Weil ich muss hier kurz was vorbereiten. Ich bin so aufgeregt, ich bin echt gespannt, was du gebaut hast. Komm schon, ich will mich umdrehen, Praxy. Okay, die Achterbahn heißt Endlos-Achterbahn, okay? Okay, darf ich gucken? 3, 2, 1, guck! Oh, Praxy! Wow! Die geht ja auch in die Erde rein und Die geht in die Erde rein. Also okay. Das ist auf jeden Fall eine Höhenachterbahn. Und wo ist denn der Anfang? Der Anfang ist hier drüben und die Achterbahn heißt Endlos-Achterbahn. Dann gib mir mal eine Lore. Ich mache einmal ganz kurz hier meinen Spawn-Point hin. Gehe natürlich in den Game Mode 0. Und dann wir zusammen in eine Lore. Oh, ja, von mir aus. Ich fahr schon los, Braxy! Nee. Fahr los! Okay, viel Spaß. Ich bin gespannt. Wow, wo geht's denn hier lang, Braxy? Wow! Oh, yeah. Was? Wie cool ist denn deine Achterbahn, bitte schön, Braxy? Durch Lava durch. Hä? Miu, und weiter geht's. Gleich noch eine Runde. Guckt euch das an, Leute. Miu, und wieder nach unten. Wow, durch die Lava durch. Und okay. Oh. Braxy, ich bin ausgestiegen. Ey, nein. Nein. Okay, pass auf. Ich sagte, guck mal, weil ich wollte hier, pass auf, guck mal jetzt für die Spannung, für die Zuschauer jetzt. Ja, okay. So, pass auf. Ich habe hier Zombies gespawnt. Da. Fürs Erschrecken. Hier sollten auch ein paar Zombies sein. Weißt du, damit du hier erschreckt wirst, so. Die Achterbahn heißt Endlos-Achterbahn. Du siehst, es gab ein bisschen Komplikationen. Guck mal, deine Lore ist immer noch unterwegs. Ich habe mit TNT gearbeitet, aber das war keine so gute Idee tatsächlich. Ja, ich habe schon gemerkt, hier ist ja alles kaputt. Also Braxy, deine Achterbahn ist im Großen und Ganzen echt nicht so schlecht, muss ich dir sagen. Also, ja, optisch ist okay, aber bist du denn überhaupt bereit für meine Achterbahn, Braxy? Juhu, guck mal, die fahren immer noch, siehst du? Deswegen ist das die Endlos-Achterbahn. Die hören einfach nicht auf, guck. Ja, komm Braxy, lass uns mal auf meine Seite gehen, okay? Okay, komm. Okay, Braxy, bei mir darfst du nicht gucken, deswegen tippe ich dich einmal zu mir, okay? Okay.
Let's go. So, einmal da. Mach einmal Slash Spawn Point, damit du dein Spawn Point hier setzt, weil es wird gleich richtig Action für dich geben, Braxy. Ich bin mega aufgeregt. Ich sag dir ehrlich, weil ich weiß, du bist ein Künstler. Du bist Hast du denn Kasse, dein Spawn Point gemacht, Braxy? Ja, hier. Dann gib dir bitte einmal Game Mode 0. Okay, okay. Oh mein Gott, guck dir das an. Alter, du hast echt einen ganzen Raum voller Lava gemacht. Ja. Okay, ich bin so aufgeregt. Let's go. 3, 2, 1, go. Oh, oh. Nein. Das war die erste Falle, Braxy. Oh nein, Junge. Ich sehe. Also, Braxy, das war die Falle. Du hast gesehen, es ist einfach explodiert. Das war mega. Also, es hätte eigentlich so passieren müssen, dass du die Lore abbaust und die hier draufsetzt auf die. Weil das war nämlich eine Fake-Schiene, die einfach explodiert ist. Und ich Trottel dachte, ich kann da rauf. Yeah, viel Spaß, Braxy. Und let's go. Los geht's. Wow. Hey. Wieso bin ich denn jetzt hier? Nein, nicht schon wieder. Leute, das hat perfekt funktioniert. Meine Ventilatoren haben ihn aus der Lore rausgemacht. Guck mal, Braxy, weißt du, warum du gestorben bist? Warum? Schau mal, da unten sind Ventilatoren. Ich mach mal das Redstone hier weg. Dann sollte das Ganze jetzt funktionieren. Aber das war auch ein kleiner Prank. Ey, das ist voll unfair, Alter. Du wurdest einfach weggepustet. Nochmal eine Chance. Ich hab dir noch eine Lore oben hingeworfen. Gib her. Und dann jetzt und viel Spaß bei der Fahrt. Aber ey, jetzt ohne Pranks. Ohne Prank, Braxy. Los geht's. So, und? Oh mein Gott. Oh. Mit Sprung sogar. Hast du das gesehen? Yo. War das cool, dieser Sprung hier? Das war mega. Wähle den richtigen Weg. Ja, du musst den richtigen Weg wählen, Braxy. Okay. Und? Es war der falsche. Nein. Junge. Ey. Das war's dann wohl, Braxy. Ey, du hast lauter Fallen platziert. Ich weiß. Ich will nur Achterbahn fahren. Das ganz rechts. Nimmst das ganz rechts? Okay, mal schauen. Und los geht's. Ob das richtig war, es war richtig, Braxy. Und du bist an der nächsten Stufe angekommen. Ja, dann würde ich sagen, mach, was du willst. Entscheid du, was du machen willst. Ich guck mich erstmal um. Du guckst dich erstmal um, ja? Oh. Leute, guckt euch das an. Ja, warte, Braxy. Nicht, dass hier unten TNT Nein, Braxy, so. Komm stark einfach ein und hab ein bisschen Spaß, Mann. Let's go. Wow, es geht los, Braxy. Und jung, nach unten und nach oben und nach unten und nach oben. Und, wow. Ey, nein. Oh, was? Ich habe überlebt. Du bist genau da gelandet. Ja, ja. Guck mal, entscheid dich mal. Willst du lieber in die Lava oder das Wasser, Braxy? In das Wasser. Okay. Ja, okay, das gibt's doch nicht. Ich hab eigentlich, wenn du landest im Wasser, hast ein bisschen Glück gehabt, aber du bist trotzdem reingegangen. Hab ich nämlich ein bisschen Hops genommen. Das ist nämlich Fake-Wasser. Das ist nämlich eigentlich Lava. Und die Lava ist Wasser. Hä, wirklich? Warte mal. Ja, ciao. Ja, du hast recht. Okay, ja, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Schau mal, da ist eine Tür, Braxy. Was steht da? Was ist 8 plus 4 minus 36 durch 2? Okay, das ist einfach Punkt vor Strich. Ja. 36 durch 6 sind 6. Ja. 8 plus 4 sind 8, einem Sinn. 12. Ja. Passwort ist 1, 2, 6. Nein. Was Braxy, denn? Das Ergebnis. Du musst das Ergebnis eingeben. So. Was ist das Ergebnis okay. von der Rechenaufgabe? 12 plus 6 sind 18. Falsch. Was? Warum denn 12 plus? Braxy, lies die Aufgabe. 8 plus 4 minus 36 durch 6. 36 durch 6 sind 6. Ja. 8 plus 4 sind 12. 12. Und 12 minus und 6? Sind 12. Nein, 12 minus 6 sind noch nicht 12, Braxy. Ah, 2. Was, Braxy? 12 minus 6 sind 2. Nein, 6 ist die Hälfte von 12. Ach, 6. Ja. Oh, Mann. So, jetzt bist du hier, Braxy. Dann komm mal nach oben. Mal schauen, was dich erwartet. Oh, nein. Und ey, ich muss hier rein. Lass mich doch mal rein. Nein. Oh, die schießen ja direkt schon. Das war eigentlich nicht geplant. Warte, dann muss ich dir kurz ausnahmsweise helfen, Braxy. Warte, dann müssen wir das kurz improvisieren, weil ich glaube, sonst geht das gar nicht, Leute. Jetzt spring ich hier rüber. So, und... Es hat funktioniert. Oh, Braxy. Was ist das denn? Probier's doch gern nochmal, Braxy. Ich weiß nicht, was das war. Also, es hat funktioniert, Leute. Junge. So, komm, spring direkt in die Lore rein. Du schaffst es, Braxy. Und rein. So. Und jetzt viel Spaß bei der Fahrt. Und tschüss. Oh nein. Ey, schnell. Fahr weiter, Braxy. Ja, es hat funktioniert, Leute. Die Automaten schießen alle auf Braxy. Ja, du musst dich halt beeilen. Stark. Das ist nicht so stark. Wenn die kaputt geschossen werden, rennst du
du schnell weiter, setzt die Lore wieder hin und fährst schnell weiter. Wo war das? Hier, ne? Guck mal, hast falls es zu schwer wird, guck mal, ich helfe dir sogar, falls es, ich mach sogar ein paar zu für dich, falls es zu schwer wird. Extra nur für dich, Braxy, damit du überhaupt eine Chance hast, okay? Ja, dann. Du musst dich schon nicht clever anstellen, so wird das nichts. Komm, ich setz dir nochmal eine Lore hier hin, Braxy. So, jetzt musst du es aber endlich hinbekommen. Komm schon, streng dich an. Und los geht's. Und los geht's. Und. Oh, jetzt schießen ja gar keine mehr. Ist ein Glück. Okay, okay. Ja, okay. Ey, es hat aufgehört. Ja, okay, dann hast du das gerade so geschafft. Aber jetzt ist die Frage, wie geht's weiter, Braxy? Hier. Ja, dann. Irgendwie war. Ja. Die Lore geht ohne mich. Tschüss. Beeil dich. Njung. Blub. Ey, ich dachte, hier ist das Ende, Mann. Oh, da bist du wohl wieder in die Lava reingefallen. Oh, es funktioniert alles nach Plan, Leute. Muss ich hier durch? Ja, schau mal. Oh, ja, du bist clever, Braxy. Oh. Okay, schau in die Kiste rein und... Oh, ein Diamant. Du hast es geschafft, Braxy. Der ist für mich. Ja. Jo. Das ist, ey, das war so cool. Sag mal, von 1 bis 10, wie cool war meine Achterbahn? Ey, das war so wie ein Adventure-Park, sag ich dir ehrlich. Das war echt cool. Jeder Raum, also das war so wie Escape Room, kennst du das? Ja, klar. So, und das war irgendwie so wie jeder Achterbahnraum. Das war so Escape wie Achterbahn. Oha. Oha. Also ich fand 10 von 10, sag ich dir ehrlich. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da checkt auch unbedingt Braxy ab. Link ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, Leute. Tschüss.